Liebe zu Seher und zu Seherinnen. Glauben Sie, dass Sie in der Lage sind, einen wahren Verbrecher zu erkennen? Was ist der Unterschied zwischen einem Drogendealer und einem Staatsanwalt, der für die Mafia arbeitet? Glauben Sie, es gibt Grenzen zwischen der organisierten Kriminalität und dem Gerichtssaal? Sind diese Bereiche tatsächlich abgegrenzt? Die Grenze verschwimmt im Nebel der Lügen und Täuschung. Unter uns gibt's Menschen, die zwar eine Staatsanwaltsrobe tragen, aber sie dienen der Mafia. Eine Uniform ermöglicht die einfache Erkennbarkeit von Beamten, Ermittlern, Polizisten. Aber inwieweit werden die Rechte eines gewöhnlichen Menschen geschützt und inwieweit werden die Interessen der kriminellen Vereinigung geschützt? Wir haben für Sie etwas Besonderes vorbereitet, und zwar das zweistündige Video, das bis heute nur der Mafia an der Spitze von Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft Salzburg zugänglich war. Warum wurde das gegenständliche Video in 2021 erstellt? Das erfahren Sie jetzt. Wir kommen auf das Jahr 2020 zurück. Es gibt vorsätzliche Handlung seitens der Mafia in Hallein, uns zu beseitigen. Weshalb? Wir sind doch nur gewöhnliche Menschen. Der Grund dafür ist die illegale Drogenherstellung unterhalb unserer damaligen Wohnung im Zusammenhang mit der Person Jutta Ziegler, selbsternannte Tierärztin. Hinzu kommt die illegale Tätigkeit des Vermieters Herbert Holzknecht und seiner Lebensgefährtin Anneliese Frontaler. Diese Erkenntnisse bezüglich der Zusammenarbeit zwischen der italienischen Mafia und den österreichischen und deutschen Bürgern bewegen uns dazu, uns an die Journalisten in der Stadt Hallein und Salzburg zu wenden. Wir sprechen eine Mitarbeiterin aus Medien an, deren Namen wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen wollen. Sie verschickt unsere Anfrage an mehrere Medien. Es ist Sommer 2020. Zu diesem Zeitpunkt kommt zu den Machinationen seitens der Polizei Hallein und der Staatsanwaltschaft Salzburg, indem die schweren Straftaten der kriminellen Vereinigung vertuscht werden und gefälschte Messberichte von Benjamin Zauner angefertigt werden. Die Situation spitzt sich zu und es kommt zu Mordversuchen an uns. Das führt zu Bemühungen seitens der Polizei Hallein, uns zu kriminalisieren und uns etwas gesetzwidrig anzuhängen. Es werden die Polizeiberichte zugunsten der kriminellen Vereinigung Salzgräta korrigiert. Es wird unser Notruf bezüglich des Mordversuches an uns verheimlicht und der Amtsvermerk zum Vorfall vom 12. September 2020 gelöscht. Am 14. November 2020 kommt wieder zum Mordversuch an uns, indem Mörder in unsere Wohnung eindringen. Die Mörder haben den Wohnungsschlüssel vom Vermieter. Unsere Wohnung wird durchsucht. Die Mörder sind nervös und ratlos. Sie nehmen die Speicherkarte von einer Kamera, weil sie bereits aufgenommen wurden. Zu jenem Zeitpunkt halten wir uns aus Sicherheitsgründen an einem unbekannten Ort. Mit dem Mordversuch klappt es wieder mal nicht und die Polizei Hallein muss alles Weitere veranlassen. So bekommen wir die Ladung zur erkennungsdienstlichen Behandlung, obwohl wir Opfer sind. Nicht wahr, Frau Steger? Zu diesem Zeitpunkt schicken wir die Briefe an den damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz, an den Innenminister Karl Nehammer und an den Bundesparteivorsitzenden der politischen Partei SPÖ, Frau Pamela Rendi-Wagner. Anschließend beauftragt Herr Innenminister Nehammer einen hochrangigen Beamten mit unserem Fall. Am 9. Februar 2021 bekommen wir eine Benachrichtigung und aufgrund dessen werden die gesetzwidrigen Verfahren gegen uns eingestellt. Es ist keine Fortführung zulässig. Zugleich wird die ganze kriminelle Vereinigung Salzgräta wegen schweren Straftaten angeklagt. Das mündet darin ein,
was es in Österreich noch nie gegeben hat. Zu diesem Zeitpunkt werden wir von der Redakteurin Christine Fröschl aus Tennengauer Nachrichten kontaktiert. Sie will einen Artikel über uns schreiben. Jeder würde sich darüber freuen, oder? Wir wissen aber, was dahinter steckt. Diese Journalistin aus Hallein schreibt Artikel über nichts anderes als Blumen und schöne Natur. Ihr Interesse hat damit nichts zu tun, die Wahrheit zu entdecken. Frau Fröschl lockt von uns die Daten für die Mafia heraus. Sie rechnet aber damit nicht, dass wir ihre Tätigkeit schon überprüft haben. Nach dem telefonischen Gespräch mit ihr steigen wir ins Auto ein und fahren 400 Kilometer nach Hallein, um bei ihr die Festplatte mit Daten gegen Mafia abzugeben. Wir machen diesen Schritt aus dem folgenden Grund. Wir wollen, damit die Mafia diese Daten bekommt. Seitdem meldet sich Frau Fröschl bei uns nicht mehr. Die Festplatte verschwindet. Seitdem ist knapp ein Monat vergangen und es wird ein gesetzwidriges Verfahren eingeleitet. Obwohl die Fortführung des gegenständlichen eingestellten Ermittlungsverfahrens nicht zulässig ist, werden wir wegen Verleumdung gegenüber Jutta Ziegler beschuldigt. Wir wissen, dass es mit der Festplatte, die wir bei der Redakteurin Fröschl abgegeben haben, zusammenhängt. Die Mafia glaubt nämlich, dass wir keine anderen Daten gegen sie haben. Jetzt erzähle ich Ihnen noch etwas, was mit der ganzen Sache zusammenhängt. Nach dem Umzug von Salzburg nach Burgenland wollen wir das Kennzeichen wechseln. Wir warten zum Zeitpunkt, bis das Auto aufgrund der Begleichung der Ankaufsfaktura sowie sämtlicher aus dem Vertrag resultierenden Forderungen in unser uneingeschränktes Eigentum übergeht. Wir verständigen darüber die Polizistin, die uns auf den Kennzeichenwechsel aufmerksam macht. Wir warten nur mehr auf die Unterlagen von der Leasefinanz. Bei derselben Polizisten sagen wir in Großpetersdorf zur Sache mit Jutta Ziegler aus. Die Polizistin merkt, dass wir Opfer sind und Jutta Ziegler schwere Straftaten begeht. Die Polizistin leitet unsere Aussage mit Unterlagen und dem zweistündigen Video nach Salzburg an die Staatsanwältin Olivia Berger weiter. Als der erste Staatsanwalt Markus Nehe unsere Aussage durchliest und sich das Video anschaut, geriet er in Panik. Anschließend führt jemand die zuständige Polizistin in Großpetersdorf dafür an. Obwohl die Polizistin Kenntnis von der vorgesehenen Kennzeichenwechsel hat, zeigt sie mich an. Sie kommt und schreit mich zu Tode erschrocken an und teilt mir die Anzeige bei der Behörde Bezirkshauptmannschaft Hallein mit, obwohl wir uns im Bezirk nicht mehr aufhalten. Sie sieht erschreckend blass aus. Die ganze Sache mit der Kennzeichenwechsel war die Rache seitens der Mafia aus Hallein. Ich habe 150 Euro Strafe bezahlt. Das gegenständliche Video, das in 2021 an die Staatsanwaltschaft Salzburg weitergeleitet wurde, wird Ihnen vorgespielt. Das Video war ein schwerer Schlag für die Mafia. Nachdem wir die Schuld der kriminellen Vereinigung bewiesen hatten, übernahm der erste Staatsanwalt Markus Nehe das gegenständliche Verfahren. Wir hatten Informationen aus mehreren Quellen bezüglich der Anklage gegen die kriminelle Vereinigung Salzgräta. Wir haben auf den Termin der Hauptverhandlung gewartet. Der Fall war schon dem zuständigen Richter zugeteilt. Die Mafia war ratlos, sodass der erste Staatsanwalt eingeschritten ist. Er hat der kriminellen Vereinigung zur Straflosigkeit verholfen. Er hat die Anklage gegen die kriminelle Vereinigung Salzgräta vertuscht, indem er die gesetzwidrige Anklage gegen uns erhoben hat, ohne einzigen Beweis gegen uns. Er hat alles dafür gemacht,
damit wir von der gesetzwidrigen Hauptverhandlung nicht erfahren. Er wollte, damit wir ohne unser Wissen und in Abwesenheit verurteilt werden. Die Staatsanwaltschaft Salzburg, Ermittler, Beamten sind zu Salzgitter verbunden und erfüllen die Befehle der kriminellen Vereinigung. Warum? Die mafiosen Fäden reichen bis in die Politik. Daher kommt zur gesetzwidrigen Handlung, um die Personen von Salzgitter zu decken. Zum Beispiel, Frau Jutta Ziegler stand in 2023 auf der Wahlliste der Kandidaten für die politische Partei MFG, Menschenfreiheit, Grundrechte. Wir befinden uns im Jahr 2024 und Mafia nutzt den nichtigen Messbericht von Benjamin Zauner aus. Der Messbericht ist das einzige Argument seitens der Mafia. Wenn der Messbericht wegfällt, bricht die Mafia wie Kartenhaus zusammen. Deswegen gibt's wieder Bemühungen, unsere Strafanzeige gegen Benjamin Zauner sowie die seit Februar laufenden Ermittlungen gegen kriminelle Vereinigung Salzgitter zu vertuschen, indem wir gesetzwidrig strafrechtlich verfolgt werden. Die Praktiken der Mafia sind immer gleich. Ich frage mich, warum herrscht die Angst unter ehrlichen Menschen bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft, bei Gerichten davor, die wahren Täter und Verbrecher zu jagen und zu bestrafen? Mafia ist nicht untastbar. Mafia ist nichts Besonderes. Die Mitglieder der Mafia sind Dreckschleuder. Das folgende Video ist meistens ohne Worte. Manchmal braucht es nicht viele Worte, um alles zu begreifen. Durch dieses Video haben wir bewirkt, dass die Mafia in die Knie gegangen ist. Die Mafia wusste nicht, was zu tun ist. Die Mafia hat sich um die Sache mit dem gesetzwidrigen Gerichtsprozess gegen uns gekümmert und das wird die Republik Österreich einige Millionen Euro kosten.
Ich heiße Michaela Pavlova. Vorgestern haben wir Polizei angerufen, weil wir Verdacht haben, dass die Nachbarin oben, Frau Pavlik, mit ihrem Sohn Drogen anbauen bzw. Etwas wie Cannabis rauchen. Also ist Polizei gekommen, wir haben es gemeldet. Die Polizei hat gesagt, wir sollen die Polizei am Laufenden halten. Und falls etwas vorkommt, sollen wir die Polizei wieder verständigen. Einen Tag danach haben wir diese Nachbarin, Frau Pavlik, gehört und gesehen, wie sie rasch einen Müllsack in die Mülltonne für die Firma Frau Jutta Ziegler weggeworfen hat. Ein paar Stunden danach ist hier auch mal die Hausverwalterin vorbeigefahren, wobei sie an der Mülltonne kurz angehalten hat und dann ist sie weitergefahren. Wir haben Verdacht, dass in diesem Müllsack etwas versteckt ist, etwas, was verboten ist. Und daher haben wir den Müllsack aus der Mülltonne rausgenommen und ja, jetzt ist der Müllsack da und jetzt schauen wir weiter, was wir finden. Socken mit Ziegler, Kaninchensticks, Sticks, ist Kuvert. Ja, aber der Sackel stinkt nach, also riecht nach etwas wie Chemikalien oder sowas. Da ist eine Handschuhe. Ja. Und hier bringt er Bannekerweg 6. Und das, diese Adresse ist Bannekerweg 5. Papiere. UPS. Aber der Müllsack stinkt wirklich, riecht nach Chemikalien. Frau Jutta Ziegler hat behauptet, das lassen wir später bauen. Ja. Okay. Das sind, ja, das ist wie Bankauszug oder da kann man Auszahlungen sehen, wenn wer was bezahlt hat, Frau Ziegler. Ah, schauen wir mal. Da gibt es was. Sehr wichtig. Injektion. Und sie sagt immer, sie ja, hat Frau Ziegler, ich glaube Frau Ziegler, sie behauptet, bei ihr werden keine Impfungen gemacht. Aber das kann man sehen. Impfung. Ja. Sie lügt. Mhm. Nächste. So sicher, etwas hier stimmt nicht. Mhm, aber es kommt wirklich so komischer Gestank aus dem Müllsack. Das sind. Geht sicher von unten, denke ich. Ja. Aber das sind so viele, viele Sachen drinnen. Ich weiß nicht, also, was ich als erstes. Es ist nicht so wichtig. Mhm. Ja. Das ist so schmerzhaft.
Sport. Das ist so. Was ist das? Das ist genau. Das ist nichts. Aber. Schau, warte mal. Schau, was ist das? Bones noch ist. Ich muss dann nur ein Video zu machen, damit das. Was ist das? Das ist für Kaffee, oder? Ich denke, ja. Zitrone, Strafamt. Strafamt, 30 Euro. Strafamt. Keine Ahnung, aber was, das sind Privatinformationen, glaube ich. Das, ja. Ja, aber das war schon auch. Das interessiert mich. Ja. Aus Regensburg. Regensburg hast du Firma mit Öle? Mhm. Ja, Thunfisch. Lachsöl. Und Lachsöl. Jawohl, selbe Adresse. Das ist wirklich ein ganz Videolachs. Wie das da? Ja, ja, das. Kundenbeleg. Naturierter Ziegler. Also damit man sieht, dass es wirklich von Ziegler ist. Was wichtig ist. Nur schau so drin für etwas. Ich heiße Michaela Pavalova und wir haben Angst um Leben mit meinem Freund Pavel Pribela.
das Gebäude, das Objekt, da ist jede Nacht immer das Licht an, in diesen Betrieben mit Fliesen, Buildings there, Räumlichkeiten, die der Vermieter, Holzknecht, vermietet. Und heute, heute ist hier auffällig sehr, also kein Licht, und wir haben Verdacht, dass sie etwas vorhaben. Entweder uns umzubringen oder einfach, ja, wir haben Angst. Sehen Sie, komplett weiß. Mhm. Und es ist möglich, dass sie Waffen haben. Fünf. Nummer 5, das in Wohnung gehen. Das ist gleich neben. Hinter Fenster gestellt von innen und Besen ist runtergefallen in der Küche. Das heißt, jemand hat probiert, ob Fenster offen ist oder so. Und ich habe gehört, dass es nachbar. Ja. Ja, aber da ist alle Beleuchtung aus. Aber da ist Beleuchtung aus. Und wir haben auch. Und wir haben auch. Mhm, danke.
Priester. Das sind Priester.
Wie sieht das noch aus? Ich weiß nicht. Nein, 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 warte. Ist nichts.
Wir haben Angst. Wir haben Angst.
Kamery potom uznať, aby bolo počuť, Miška, ono bude, ono bolo počuť, že chodili vonku.
Hej. Mhm. To nebolo tak dobře. Však. Idem zamknúť. Dvakrát si ho to nikal, Paolo? Tak moment. Musíme na nejaké stopy? Nemusíme si nájsť. Pozri sa na to. Čo je odpojené? Chýba karta. Chýba karta. Tak, veď, es fehlt? Es fehlt es de karte. Speiche karta. Es fehlt speiche karta. Jemand war in unserer Wohnung drinnen. Jemand war in unserer Wohnung drinnen. Wir haben diese Nacht woanders verbracht. Wir haben da zwei Kameras. Eine Kamera im Wohnzimmer, eine Kamera im Schlafzimmer. Und jetzt sind wir zurückgekommen und in diese Kamera ist keine SD-Speicherkarte mehr. Jemand hat sie herausgezogen. Das ist nicht. Jemand war da. Das ist ein Beispiel, das ist ein Beispiel. Mischka. Fehlt etwas? Ich lasse das, ich mache Video weiter. Schauen wir online Dokument. Oh, da ist eine Kamera. Und jetzt sage ich Pali, wir waren weg. Ja, wir waren weg, aber du musst sagen, wir wollten Video, du konntest nicht schauen. Das weißt du, du hattest keine Verbindung. Wir waren weg und per Handy habe ich Möglichkeit per App diese Video schauen. Und ja. Auch speichern. Und drin war nicht SD-Speicherkarte. Also. Aber ich bin sicher, bei Ausgang war drin. Ja, also wenn wir die Wohnung verlassen haben, bei Pauli Handy war Meldung, die Kamera nimmt auf, Bewegung, alles. Und wenn wir weg waren, dann konnte Pauli nicht nachschauen. Die Aufnahmen von Speicher oder von früheren Stunden, oder? Das heißt, diese Kamera musste ausgeschaltet sein und bei der anderen Kamera haben wir keine Speicherkarte drin gefunden. Jemand war sicher drin. Jemand war. Und, war, haben Sie und auch gesehen? Der kleine Teppich vor der Wohnung war so schräg. No, das ist. Und es ist nicht möglich, normal. Ja. Mach das auf. Okay. Jetzt, so. Gebe ich drin andere Speicherkarte. Mhm. Es ist SanDisk Ultra. Zeig auf. Mhm. Gebe ich drin. Mhm. Jawohl. Na, wir haben Angst. Ja, also es ist unglaublich. Wir wissen, und gestern haben uns Polizisten ausgelacht, wenn wir gemeldet haben, dass wir Angst um Leben haben, weil zwei fremde Personen da draußen im Auto, neben unserem Auto angehalten haben und haben uns ausgelacht, haben uns gesagt, ihr bekommt Gefängnis. Sie haben Grimassen gemacht, also gestikulieren. Du kannst zeigen, was die zwei Personen gemacht haben, so. Und Polizisten sagen uns, das ist in Ordnung. Das ist keine Drohung. Diese Frau von Polizei, das war nur Spaß. Ja, die Polizistin.
Sie hat gesagt, das ist ganz in Ordnung. Und das ist die Kamera, also im Schlafzimmer. Und also... Wir sind sicher, jemand hat Schlüssel von Frau Frontal oder Holz, ne? Nicht. Von unserer Wohnung. Jetzt hören Sie. Ja, das ist Zeichen. Meldung. Meldung am Handy, dass die Kamera aufnimmt. Also, ich bin sicher, wir waren hier um 17:33. Ja. Meine Speicherkarte war drin. Gestern. Ja. Gestern. Und war Meldung. So, alles funktioniert. Ja, jemand war hier und das war ich. Aha. Wir waren weg. Und dann war Speicherkarte weg. War nicht möglich, Record machen. Speichern. Ja. Also auf deinem Handy stand Insert SD Speicherkarte. Das bedeutet, es befindet sich keine Karte in der Kamera. Keine Speicherkarte in der Kamera. So, wir sind nicht deppert, wie sagen Polizisten. Und wir haben Angst. Ja. Und sie sagen uns, es gibt keine Mafia. Das ist keine organisierte Kriminalität. Und in Hallein. Ja. Okay. Also jetzt 10:47 ist. Circa 15 Minuten zurück war Max, dieser Sohn Waltraud Pavlik draußen. Circa so gegen 10 Uhr war er mit dem Hund draußen. Und jetzt, wenn wir unsere Sachen aus der Wohnung einfach wegräumen, allmählich die wichtigsten Sachen, weil wir uns nicht mehr in der Wohnung aufhalten können, weil sie uns umbringen wollen. Ist wieder seine Schwester, also Michelle Pavlik. Und auch mit Waltraud Pavlik, seine Mutter. Genau in dieser Zeit rausgegangen aus dem Wohnhaus, um uns zu beobachten, was wir machen. Obwohl der Hund bereits vor einer Stunde draußen war, spazieren, das war nur Deckmantel. Diese Frau hat uns falsch vor der Polizei angeschuldigt, dass wir sie verfolgen. Auch gestern? Aber auch gestern. Tatsächlich ist es umgekehrt, sie verfolgt uns. Und gestern war hier auch mit guter Freundin. Und sie möchten uns wirklich schießen, oder? Erschießen. Und das wissen wir jetzt sicher. Weil unsere Speicherkarte von Kamera in Schlafzimmer weg ist. Wir vermuten, sie ist jetzt mit dem Hund zu diesen zwei fremden Frauen für uns, die uns gestern fotografiert haben. Aha. Die Polizisten haben damit nichts gemacht. Sie sind zu diesen Frauen gegangen, um sich abzusprechen, was sie meinten, gegen uns unternehmen. Ja. Also darum jetzt fahren wir weg. Und schauen wir, aber wir sind sicher, heute Möglichkeit ist auch nächste Runde mit Mordattack. Wir haben Angst. Danke. Amen. Im dritten Teil der Videoreihe Skandal aus Hallein erfahren Sie von einer Person, die nichtige und gefälschte Messberichte für die Mafia anfertigt. Dabei handelt es sich um die strafbare Handlung seitens des gerichtlich zertifizierten Sachverständigen, der sogar in einer Gemeinde als Gemeindevertreter tätig ist. Stimmen Sie dem zu, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind? Hier in Österreich ist es leider nicht der Fall. Schon im Jahr 2020 haben wir nachgewiesen,
dass der gegenständliche Messbericht nichtig und gefälscht ist. Die zuständigen Behörden sind gesetzwidrig vorgegangen, indem die schweren Straftaten seitens der kriminellen Vereinigung gedeckt wurden. Es wiederholt sich das Jahr 2021, als der gesetzwidrige Gerichtsprozess am Landesgericht Salzburg stattgefunden hat. Dem Überprüfungsbericht von Land Salzburg diente der nichtige und gefälschte Messbericht zugrunde. Aufgrund dieses Messberichtes hätte man uns verurteilen können. Der nichtige Messbericht wurde als behördlich angesehen. Wir haben aber nachgewiesen, dass es um den Betrug mit dem Messbericht geht. Die Handlung seitens dieses Betrügers hat uns Schaden zugefügt. Seine Handlung hat dazu geführt, dass wir von der Bezirkshauptmannschaft Hallein und Polizei Hallein über die Volksanwaltschaft Wien bis zur Staatsanwaltschaft Salzburg als Täter angesehen werden. Es geht um die Schädigung unseres Rufs, unseres Ansehens. Dadurch, dass sich unsere Verfolgung seit 2020 durch die Behörden und Ermittlungsorgane aus dem nichtigen und gefälschten Messbericht entwickelt hat, wird Benjamin Zauner zur Verantwortung gezogen. Wir werden unsere Ansprüche geltend machen. Die gesetzte Handlung gegen uns wird als Diskriminierung und Einschüchterung bezeichnet. In Österreich wird die Mafia geschützt und die Opfer gesetzwidrig strafrechtlich verfolgt.